Ich möchte mich gerne noch mal bei Ihnen vorstellen. Ich heiße Monika Betzenbichler, arbeite im Sozialreferat der Landeshauptstadt München und leite im Amt für Wohnen und Migration die Abteilung Soziale Wohnraumversorgung. Es ist mir noch mal wichtig, auf meine Herkunft zu verweisen, weil soziale Wohnraumversorgung ist das Thema dauerhaftes Wohnen und seit einem halben Jahr ist die quartierbezogene Bewohnerarbeit bei uns in der Abteilung angesiedelt. Also seit einem halben Jahr, es ist noch ein neues Thema, aber es ist durchaus eine Herausforderung für mich jetzt vor Ihnen, über ein Thema, das noch so neu bei uns in der Abteilung ist, zu sprechen. Aber es ist so ein schönes Thema und deswegen wollte ich mir die Gelegenheit auch nicht entgehen lassen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, wir haben in unserer Abteilung ein sehr verwaltungslastiges Thema. Wir haben die Vermittlung von sozialen Wohnraum- und Wohngeldgewährung, sehr verwaltungslastig, rund 200 Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Wir haben aber eben auch zwei sehr wichtige Instrumente, die dauerhaftes Wohnen auch stabilisieren. Dazu gehört die quartierbezogene Bewohnerarbeit und die sozial- und ökologisch orientierte Hausverwaltung. Also es ist was sehr Rundes, es passt gut zusammen und es gehört zu uns auch noch die Gesamtplanung Wohnen dazu. Ebenfalls sehr spannend dieses Thema, weil wir an der Stelle über Bedarfe, die wir aus dem Operativen erheben, berichten. So, ich habe vor, ich habe vor Ihnen zu berichten, quartierbezogene Bewohnerarbeit in München, wie sieht das Konzept aus, was sind unsere Eckpunkte. Das ist so der Teil, der Ihnen sicherlich an vielen Stellen bekannt vorkommt. Um es nicht ganz so dröge zu gestalten, habe ich das Glück, dass sehr viele Münchner Nachbarschaftstreffs sehr vertreten sind. Und die werden sagen, was Vernetzung für sie ist. Denn es ist natürlich kein genormtes Arbeitsfeld. Und dann der dritte Teil, die Konzeptfortentwicklung nach rund 20 Jahren. So haben wir diesen Tagesordnungspunkt genannt. Da sage ich jetzt nach sechsmonatiger Betrachtung, Einordnung des Themas, was wir da gewährt haben. Was denken wir, wo geht es weiter? Also das ist so die perspektivische Entwicklung im Bereich der quartierbezogenen Bewohnerarbeit. Ja, Herr Schuhmann hat schon gesagt, wir haben 44 Nachbarschaftstreffs im Betrieb und wir haben 21 Nachbarschaftstreffs in Planung. Wir haben auch bei uns angesiedelt 16 soziokulturelle Einrichtungen. Das sind keine Nachbarschaftstreffs, die arbeiten themenbezogen durchaus stadtweit. Das Spannendste, das immer wieder in den Medien derzeit ist, ist das Café Marat, das einfach aufgrund seiner politischen Umstrittenheit immer wieder von sich reden macht. Das fällt unter den Aspekt 16 soziokulturelle Einrichtungen. Die Nachbarschaftstreffs sind bei uns ausgestattet mit 0,5 Vollzeit-äquivalent Leitung, das sind unbefristete Stellen, 0,5 pro Treff. Da werden wir nachher auch nochmal dazu kommen, denn diese Ausstattung ist schon ein umstrittenes Thema. Die Nachbarschaftsfeste bekommen einen Sachkostenzuschuss für Miete und Maßnahmen und fürs Raummanagement. Und sie bekommen die Erstausstattung. Im Verhältnis sind die Nachbarschaftstreffs in München sehr günstige Einrichtungen, das muss man einfach an der Stelle sagen, auch günstig, Public-Private Partnership. Die Wohnungsbauunternehmen, die städtischen Töchter, verlangen noch keine Gewerbemiete, das wird sich aber verändern. Und damit natürlich auch die Kosten für eine Nachbarschaftstreff. An dieser Stelle gesagt, ich gehe nachher nicht mehr darauf ein, aber die Wohnungsbaugesellschaften, die städtischen, sind für uns wichtige Akteure und wichtige Partner in diesem Feld. Die brauchen wir an der Stelle auch, gerade für diese Stabilisierung, sind sie wichtige Stützpfeiler, auch wenn sie uns die Räume zur Verfügung stellen. Sie können hier sehen, wie sich die Nachbarschaftstreffs verteilen im Stadtgebiet. Hauptsächlich sind sie in den Neubaugebieten. Da, wo die Vielpunkte sind, sind die Neubaugebiete. So, konzeptionelle Eckpunkte. Teilhabe und Teilgabe ermöglichen, was heißt es? Die Menschen, die da hingehen, können sich einbringen und sie können auch was mitnehmen. Das verbirgt sich dahinter. Ist gar nicht so einfach. Jeder Nachbarschaftstreff lebt von den Menschen, die da kommen. Das ist kein Feld, das sich standardisieren, normieren lässt, sondern es ist ein Feld, wo viel
möglich ist, wo viel Gestaltung stattfindet und alle die, die sich da einbringen, auch tatsächlich viel Nutzen mitnehmen können. Die Aktivierung und Befähigung der Anwohnerinnen im Quartier und dessen Entwicklung ist ein wichtiger Zielpunkt. Dieser Zielpunkt wird auch, so zeige es zumindest die Jahresberichte, auch die Untersuchung in 2010 gestartet wurde. Sie funktioniert. Also die Nachbarinnen, Nachbarn, die da hinkommen, sind hochzufrieden mit dieser Leistung. Die Nutzerinnen bestätigen den hohen Nutzen, den die Nachbarschaftsrechte für sie haben. Wichtig sind sie für uns, vor allen Dingen in den Neubaugebieten. Im Neubaugebiet, der heikelste Punkt in der Entwicklung eines Quartiers ist, wenn alle neu dort einziehen. Da entstehen in der Regel die meisten spannenden Konflikte. Die Belegung ist mit das Sensibelste in der Geschichte eines Quartiers und von daher sind die Neubaugebiete besonders wichtig, dass sie flankiert werden von Nachbarschaftsrest, da diese tatsächlich die Möglichkeit geben, sich frühzeitig kennenzulernen und diese Netzwerke zu knüpfen. Klingt so banal, ist aber überhaupt nicht banal, die Menschen kennen sich alle nicht und von daher brauchen wir eine Struktur, brauchen wir Räume, brauchen wir Plätze, wo die Menschen begegnen können, sich kennenlernen können und über dieses Kennenlernen auch diese Spannungen, die gerade am Anfang vielfach da sind und gerade an der Stelle auffangen zu können. Also ein wichtiger, ein heikler Punkt. In den Bestandsgebieten haben wir ebenfalls Nachbarschaftstreffs, aber sehr viel weniger. Sie werden dann ausgelöst, wenn es Bedarfe gibt, dann werden wir dort Nachbarschaftstreffs errichten. Bedarfe sind sehr häufig, Verdichtung ist hier genannt von Wohnraum, ein sehr heikler Punkt, jedenfalls in München. Wir haben sehr wenig Wohnraum, sehr wenig Grundstücke und das heißt, gerade in den geförderten Wohnungsbaugebieten wird auch sehr viel über die Maßnahme der Nachverdichtung, also es kommen neue Gebäude auf die Ausgleichsflächen, auf die Wiesen, wo vorher die Menschen nutzen, nicht nur die Wäsche aufhängen, sondern ihren Liegestuhl stehen haben, die Kinder spielen, auf diesen Flächen wird nachverdichtet. Das ist ein ganz heikler Punkt, weil natürlich den einen Raum genommen wird, damit neue dazukommen. Also das ist nur ein Beispiel dafür, wo sehr viele Konflikte auch entstehen können. Also diese ganze Verdichtungsdiskussion braucht immer auch begleitend die Diskussion, wie schützen wir die Viertel in den Zeiten, wo tatsächlich dann die Wiesen genommen werden, denn in der Regel sind es die Wiesen, auf die wir dann da bauen. Generationswechsel ist natürlich auch ein Thema, denn wir haben viele Viertel, die sehr stark überaltert, die alten Viertel, die Erstbezüge, die immer noch drin wohnen, ist auch sehr logisch erklärbar, denn die Menschen ziehen in München nicht und wenn es nicht sein muss, die Mieten sind viel zu teuer auf dem freien Feld. Das heißt, die Menschen bleiben in den Wohnungen, weil sie da ja auch günstige Mietverträge haben. Das heißt aber auch, dass sich gerade die alten Sozialwohnungsgebiete wenig durchmischen. Nur über die Fluktuation, die aber naturgemäß auch sehr niedrig ist, ungefähr bei 3% in München. Das ist eigentlich gar nichts. Ja, das sind Beispiele. Wir sagen, der Betrieb eines Nachbarschaftstreffs dient als präventives Mittel zur Schaffung und Erhaltung von lebenswerten Quartieren. Es ist ein kleinräumiges Wirkungsfeld in den Neubaugebieten. Das, was ich schon ausgeführt habe. Diese Themen, die Menschen, die neu in ihrem Quartier ankommen, brauchen besonders viel Unterstützung, um dort gut anzukommen, um sich gegenseitig kennenzulernen, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. Die Nachbarschaftsrechte sind ein sehr niederschwelliges Angebot. Das ist das Gute, das ist das Tolle. Es ist keine behördliche Sozialarbeit, die hier angeboten wird. Niemand wird aktenkundig. Es gibt keine Aktendeckel wegen der Bezirkssozialarbeit, wenn jemand verspricht. Das Schöne ist, die Menschen können sich einbringen, sie können sich das anschauen. Und über dieses hohe Maß an Freiwilligkeit, über diese Angebotsprüfung, glaube ich, entsteht genau dieses, dass es gut angenommen wird. Es ist kein Druck dahinter. Und es ist gerade in den Bestandsgebieten einregulativ. Nicht das Regulativ, es ist einregulativ,
von festgestellten und nicht gewünschten Fehlentwicklungen. Klingt abstrakt, ich meine damit genau diese Diskussionen um die Nachverdichtungen. München ist die Großstadt in Deutschland, die mit dem höchsten Ausländeranteil hat. Wir haben 28,4% Ausländeranteil. Und das Thema ist schon, das sehe ich auch in der Rückmeldung, die ich im Postbuch tatsächlich kriege, das Thema ist schon so dieser Alltagsrassismus auch. Und da glaube ich, sind die Nachbarschaftsrechte, wo sich viele unterschiedliche Nationen begegnen, die miteinander was machen, das ist ein sehr, sehr gutes Gegengewicht dazu. Also gerade diese Entwicklung beobachte ich schon mit Sorge, wie stark dieses Gegeneinander ist. Natürlich drückt es sich auch in den Wahlen aus, das muss ich nicht politisch kommentieren, aber das ist ein Thema auch im Alltag, den die Menschen im Nachbarschaftsrest auch positiv damit umgehen. Wir haben einen Grundsatzbeschluss, den hat die Politik gefasst. Wenn wir Neubaugebiete planen, ab 200 geförderten Wohneinheiten ist im Grundsatz ein Nachbarschaftstreff eingeplant. Im Grundsatz heißt es, kann auch mal gegen den Grundsatz verstoßen, aber in der Regel wird dieses eingehalten und es entstehen dann Nachbarschaftstreffs. Das heißt, dass gerade in den Neubaugebieten, wenn man sich bestimmte Stadtviertel anschaut, Freiham ist ja gerade im Entstehen, das ist ein Neubaugebiet, das rund 12 bis 15.000 Wohneinheiten entwickeln wird, das ist wie eine kleine Stadt, die völlig neu entstehen wird, da werden auch sehr viele Nachbarschaftstreffs mit angesiedelt werden. In den Bestandsgebieten ist es eben bei einem besonders hohen Bedarf an Nachbarschaftsförderung und Stadtteilarbeit des sozialen Monitoring, das jährlich von der Sozialplanung erhoben wird. Die sagen uns im Prinzip, wo haben wir welche Auffälligkeiten, wo haben wir welche Themen, könnte sein, wo haben wir besonders viele SGB-12-Empfänger, wo haben wir besonders viele alte Menschen, wo haben wir besonders viele SGB-2-Empfänger, wo brauchen wir Angebote, damit Stadtteile auch nicht klicken. Da könnte ein Nachbarschaftstreff genau die richtige Antwort sein. Ist nicht immer die Antwort, aber könnte eine Antwort sein. Zur Entstehung gehört auch, und das ist eigentlich schon der sehr positive Umstand, funktionierende Netzwerke sind oft die Ursache, dass sie eingerichtet werden. Das heißt, es gibt vor Ort bereits Initiativen, es gibt in den Bestandsgebieten Gruppen, die sagen, das ist ein wichtiges Thema, wir wollen das noch viel professioneller haben, wir wollen Räume dafür haben, wir wollen in die Förderung gehen und wir wollen es institutionalisieren. Das ist natürlich ein hervorragender Aufhänger. Wichtige Bedarfsmelder ist bei uns auch regsam. Die Bürgernetzwerke, die Stadtteilpolitik. Stadtteilpolitik sind in erster Linie die Bezirksausschüsse. Bezirksausschüsse sind sehr interessiert an den Nachbarschaftstreffs, da sie auch sehen, wie die können sehr gute Nutzen erleben. Die können sehr gut erleben, wie stabil die Quartiere sind, wenn die Nachbarschaftstreffs da sind. Die gehen vielfach ja auch vor Ort und beteiligen sich auch. Regsam ist in München ein regionales Netzwerk von sozialen Einrichtungen, die ebenfalls ein, sage ich mal, Seismograph der Stadt sind, die sehr gut erkennen und aufdecken können, welche Entwicklungen sind in den Stadtteilen und wo braucht man tatsächlich noch ein Mehr, ein Plus. Und die regen eben auch sehr häufig Nachbarschaftstreffs an und das ist auch sehr gut so. Der Wunsch nach Stärkung des Zusammenhalts, das ist ebenfalls das Thema, das die Bezirksausschüsse eben auch und Regsam sehr stark mit aufgreifen. Die Hilfe zur Selbsthilfe, das ist, wenn es von den Gruppen selber kommt. Wir haben viele städtisch geförderte Nachbarschaftstreffs, aber darüber hinaus, bei diesen 44 genannten, gibt es natürlich auch viele private Nachbarschaftstreffs. Die werden nicht von uns gefördert und die gibt es dennoch. Ich selber wohne in einer Siedlung, da hat sich gerade ein neuer Treff gebildet, der kriegt keine Gelder von der Stadt, aber der funktioniert sehr gut, weil die Menschen da vor Ort sagen, wir wollen was miteinander machen, wir wollen, dass unsere Kinder miteinander was machen, dass sich Gruppen bilden. Und das ist sehr beliebt. Also es braucht nicht nur die städtische Initiative dazu. Die Ergänzung von Fachangeboten durch bürgerschaftliches Engagement sind natürlich ein Thema in den Nachbarschaftstreffs. Wir leben schon vom bürgerschaftlichen Engagement. Eine halbe Stelle vor Ort kann unmöglich alles alleine machen. Das würde nicht funktionieren. Dieses
große, vielfältige Gruppenangebot, das wir in den Nachbarschaftskreis haben. Also ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich mir drei so Jahresberichte durchgelesen. Es ist unglaublich, was da alles passiert an Initiativen, an Gruppenarbeit, an Stunden, die da geleistet werden. Das geht nur mit dem bürgerschaftlichen Engagement, was aber trotzdem nicht heißt, dass die halbe Stelle schon die Antwort für alles wäre. Das sehe ich schon noch als Ausdruck. Die Stärkung der Zivilgesellschaft, die Partizipation, sind, denke ich, auch nochmal eine wichtige Anlassfunktion für Nachbarschaftstests, da die Menschen selber aktiv werden wollen und nicht warten wollen, dass ein Stadtteil kippt oder dass das Quartier, in dem sie leben, zu etwas Problematischem sich entwickelt. Sondern das Thema ist schon auch, selber das Angehen, aktiv zu sein und an dieser Entwicklung aktiv zu partizipieren. Und das ist gut so. So. Kein Treff ist wie der andere, ich sagte es schon, nicht normiert, ein Benchmark würde nur bedingt funktionieren. Die Nachbarschaftstreffs haben die gleichen Rahmenbedingungen, was die Ausstattung angeht, also sowohl die personelle als auch die Sachmittel sind vergleichbar. Aber jeder Treff bietet natürlich den Raum für die Menschen, die da hinkommen. Und ja, das ist auch die Herausforderung, denke ich, für die Leitungen dieser Treffs, dass sie tatsächlich ja, mit den Menschen arbeiten, die da kommen. Also nicht nur mit dem, was sie gerne hätten, die Leitungen, die viele gute Ideen sicherlich haben, sondern wirklich mit diesem Potenzial arbeiten, die ein Interesse haben, sich einzubringen. Daher unterscheiden sich natürlich die Treffs auch sehr voneinander. Die haben alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Den einen ist es mehr über die Arbeit mit den Müttern, mit den Kindern ist mir aufgefallen, bei anderen ist es mehr ein kulturelles Angebot, miteinander kommen oder Integrationsarbeit. Flüchtlinge haben wir mittlerweile in den Stadtteilen sehr viele, die werden da sehr gut mit aufgenommen und integriert. Und das ist, finde ich, auch das Spannende, dass sich eben jeder Nachbarschaftsrecht so ein bisschen anders entwickelt und einen anderen Schwerpunkt hat. Allgemein ist, dass sie Feiern und Feste veranstalten. Und die werden auch gut besucht. Das ist immer ein sehr gutes, verbindendes Moment in dem Nachbarschaftstreff. Und was mir auch aufgefallen ist, ebenfalls den meisten jedenfalls gemeinsam ist, mit einem geringen Einkommen zu hantieren und viele Märkte anzubieten. Ob das der Flohmarkt ist, ob es eine Tauschbörse ist. In einem habe ich jetzt gelesen, die haben ein Lastenrad angeschafft, um sich das auch ausleihen zu können und gegenseitig nutzbar zu machen. Das finde ich total klasse, dass da so an Ideen entsteht, um tatsächlich Menschen, die wenig Einkommen haben, ja, die Teilhabe an allen Aspekten der Gesellschaft zu ermöglichen. Dann ein letztes Thema, das ich auch so schön fand, also interkulturell, das hatte ich schon gesagt, Ökologie und Gärtnern, die Gemeinschaftsgärten, Urban Gardening, da nochmal die Rückmeldung, ich fand es so toll, in Berlin-Tempelhof, die haben eine Anlage zu Urban Gardening, das hat mich tief beeindruckt, das fand ich so schön und ich freue mich so, dass es auch bei uns in den Nachbarschaftsfest dieses Urban Gardening angeboten wird. Ja, Netzwerke wirken auf verschiedenen Ebenen. Ich passe zu dieser Tagung, wir vernetzen uns hier auch. Die Netzwerke sind auf der Ebene Austausch der Nachbarinnen, unterstützen, helfen, kennenlernen, in Kontakt kommen. Das ist der eine Aspekt des Treffens, des Vernetzens. Aber dann ist es auch, und dafür braucht es natürlich auch Strukturen, die Vernetzung der Treffs untereinander. Das ist ganz wichtig, nicht um gleich zu werden, sondern und ich finde auch nicht, um in Konkurrenz zu kommen, das wäre das falsche Thema, aber um Ideen mitzunehmen, um sich gut zu kennen und darüber auch in Austausch zu kommen, um sich weiterzubilden, fortzubilden und ja, auch ja, Neues zu entdecken, aber auch um Dinge, die vielleicht nicht so gut funktionieren, um die gar nicht erst in die Fehler zu tappen. Also dieses Thema Treffen untereinander, das ist ein wichtiger Aspekt der Vernetzung. Und die Treffleitungen sind ja in Trägern in der Regel organisiert. Diese Lobbyarbeit gegenüber Politik und Verwaltung, wir müssen uns auch an der Stelle vernetzen. Es ist schon auch eine sehr ja, politische Arbeit, durchaus auch in München. Wir haben ja Akzeptanz in der Politik für das Thema Nachbarschaftsfest,
Aber wir müssen an dem Thema schon auch dranbleiben. Es ist nicht ein Selbstläufer, der von allen nur gewollt ist, sondern wir brauchen da schon auch eine enge Kooperation mit den Trägern. Wir müssen miteinander das Rad am Laufen halten, damit wir da auch weiterhin bei der Politik andocken können und für dieses Gute, was sich hier tut, damit wir da auch partizipieren können, dass wir an die Töpfe rankommen und dass wir die Unterstützung kriegen.